Noch vorwärts. So, jetzt werden 76 Euro fällig für Maut. Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich heiße Umweltrettung und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Beim letzten Mal ist ja ein bisschen was schiefgelaufen hier auf unserer Fahrt nach Parma, nach Italien. Wir sind durch eine Brücke durchgefahren, bzw. durch einen Tunnel durchgefahren, sind irgendwo an einer Stelle hängen geblieben und ja, dann ist es passiert, wir sind gecrashed, hat unser Truck ein bisschen Schaden bekommen, 26%, der Anhänger hat 4% Schaden und die Fracht, glaube ich, 3% Schaden. Doof gelaufen, aber ändern können wir es nicht mehr. Von daher müssen wir jetzt das Beste draus machen und versuchen jetzt vernünftig zu fahren, dass wir nicht noch mehr Schaden abbekommen. So. Verona Süd. Okay. Wir müssen gucken, dass wir die 168 Kilometer noch fahren und bräuchten aber langsam einen Schlafplatz, um uns auszuruhen. Das bräuchten wir auf alle Fälle. Ich bin mal gespannt, wo ein Rastplatz ist. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, ich bin ja schon auf der Suche. Und wenn hier kein Rastplatz ist, kann ich auch kein Zaubern. Da könnte was gleich kommen. Da hinten ist zumindest eine Tankstelle. Heißt, da könnte auch eventuell ein Rastplatz sein, zumindest eine Schlafmöglichkeit. Das wäre uns doch schon ganz recht. Ja, da hinten ist eine Schlafmöglichkeit. Sehr schön. Auto. Dann müssen wir hier lang. Drücken Sie folgende Taste, um den Motor abzustellen. E. Und Enter. Du kommst eine Weile zur Ruhe. 23.43 Uhr haben wir jetzt. Wir müssen weiter. Motor. Fehlfunktion. Umgehend Werkstatt aussuchen. Ja, ich weiß. Ist mir schon klar, dass das kommt. Ist doof gelaufen gewesen. Aber wir können es nicht mehr ändern. Wir müssen hoffen, dass der LKW noch bis zum Ende der Fracht funktioniert und uns nicht allzu viele Schwierigkeiten jetzt macht. Einmal hier rüber. Und wir haben noch 120 Kilometer vor uns. In die schöne Stadt Parma. Wir müssen gucken, dass wir den die Fracht abliefern und unseren
Vertrag auf jeden Fall reparieren lassen. Wird natürlich wieder einiges kosten, aber passiert ist passiert. Ist zwar ärgerlich im Nachhinein immer, aber kann man leider dann jetzt nichts mehr dran ändern. Motorfehlfunktion. Schon wieder eine Motorfehlfunktion. So. Wie kann man eigentlich hier nochmal in ETS 2 Warnblinklicht einschalten? Kann mir jetzt einer sagen? Weiß das jemand? Gerne in die Kommentare schreiben. So. Parma, rechts runter, gut, dann machen wir schon mal den Blinker nach rechts. Dann hier geht es jetzt nach Parma. Der fährt einfach nicht, der bleibt einfach stehen. Statt der fährt, nö, stehen bleiben ist besser, ne? Naja, egal. Was sind das eigentlich für Parkbuchten? Weiß die einer? War da jemand schon mal in Italien auf der Autobahn und hat diese Parkbuchten gesehen? Wofür sind die? Wir können uns vielleicht auch bei der nächsten Mal hinstellen und gucken, ob wir da eventuell schlafen können. Glaube ich aber nicht, weil sonst wäre das ja als Schlafplatz gekennzeichnet. Theoretisch. Hm. Aber den letzten habe ich jetzt gerade erst so spät gesehen, dass ich da nicht mehr reagieren konnte. Würde mich mal aber mal echt interessieren, was das ist. So. Motorfehlfunktion, mal wieder. 34. Ja, zu spät. 34 Kilometer noch. Ja, okay, 30 Kilometer noch. Bis zum Ziel. Nach Parma. Parma rechts runter. Dann mache ich schon mit dem Blinker nach rechts. Dann fahren wir hier runter. Abbremsen, abbremsen. Geschwindigkeitsüberschreitung. Minus 1020 Euro. Toll. Kostet natürlich auch wieder einen Haufen Geld. So eine Geldbuße. So kommen wir irgendwie nie auf den grünen Zweig, wenn wir so weitermachen. Machen im Prinzip eine Tour nach der anderen und müssen dann für sowas dann Reparatur und dergleichen relativ viel blechen. Ein Stück noch vorwärts.
So, jetzt werden 76 Euro fällig für Maut. Parma. Erster Aufenthalt in Parma. Nice. So können wir auch die Strecken erkunden hier in ETS 2. Müssen wir sogar noch. Dann natürlich wieder rückwärts einparken, ganz klar. Fahr doch, Bus, fahr doch. Motorfehlfunktion. Unser Motor macht langsam schlapp hier. Oh, hier scheint nicht viel Platz zu sein. Hier scheint nicht viel Platz zu sein. Das könnte spannend werden. Das könnte jetzt spannend werden. Also eher für euch, nicht für mich. Ne? Wenn wir uns mal so verstehen. Momentan sieht es ja relativ gut aus. Ich muss mal ein bisschen langsam fahren. Nicht so schnell zurücksetzen. So. Einmal absatteln. Fracht ist abgeliefert. Zufriedenstellend. Gefahrene Strecke 437 Kilometer. Verbrauchter Kraftstoff 220,3 Liter. Abzug für Schäden 1672. Damit kriegen wir 10.516 Euro für die Fracht. Und können einen Fähigkeitspunkt wieder verteilen. Ich würde sagen, was ist denn hier sparsame Fahrweise? Wenn du die Fähigkeit zur sparsamen Fahrweise verbesserst, kannst du deinen Kraftstoff wie folgt verringern. Rang 1, bis zu 10% Kraftstoffersparnis bei Fahrten mit Auflieger. Bis zu 10% Kraftstoffersparnis ohne Auflieger. Das heißt, weniger Kraftstoffkosten wäre möglich. Okay. Was hier mit Just-in-Time-Lieferung? Die hatten wir auch noch nie gemacht. Manchmal haben Firmen wichtige Lieferungen, die schnell erledigt werden müssen. Dann erteilen sie einen Just-in-Time-Auftrag. Diese Aufträge bedeuten für den Fahrer erheblich mehr Druck. Das Zeitfenster für die Lieferung ist kleiner, doch die Entlohnung mildert auf jeden Fall die Unannehmlichkeiten. Ein höherer Rang in dieser Fähigkeit bringt dir Rang 1, wichtige Lieferungen freigeschaltet, plus 3% höhere Vergütung für das Abschließen einer wichtigen Lieferung,
plus 20% Erfahrungsbonus für das Abschließen einer wichtigen Lieferung. Ich glaube, das machen wir einmal und werden das anwenden. Das heißt, wir hätten jetzt auch wichtige Lieferungen freigeschaltet. Auftragsangebot Frachtmarkt. Wir gucken mal, was hier in Parma ist. Wir wollen nach Rom. Da wäre sogar eine Fracht, die nach Rom führt. Die werden wir beim nächsten Mal definitiv nehmen. Und dann danke ich euch erstmal so weit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht, morgen 18 Uhr wieder neue Folge ETS 2 auf meinem Kanal. Natürlich auch Autowerkstatt Simulator um 10 Uhr nicht vergessen. Und um 13 Uhr LS19 die Provence. Alles schöne Projekte auf meinem Kanal. Zusätzlich auch noch dienstags und donnerstags um 20 Uhr, meine ich, wäre das gewesen, Primetime. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid. Bis dahin, danke und tschüss.